Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bendy and the Ink Machine 100%. Ja, ihr fragt euch wahrscheinlich, warum sind wir noch in Kapitel 2? Die Sache ist die, ich hatte ja das eine Achievement ein bisschen vergeigt, deswegen machen wir das noch eben schnell. Und zwar müssen wir dazu eben schnell die Projekte anschalten. Einmal hier runterrennen. Dauert jetzt gerade noch ein bisschen. Der Weg ist leider ein bisschen weit. So, wenn wir unten angekommen sind. Die Herrschaften erstmal unten weg, dann müssen wir viermal irgendein Instrument spielen, damit der Projektor wieder ausgeht. Und die sind übrigens alle hier oben, nicht da ein bisschen zusammengereiht und verstaut. Dann wieder nach oben rennen. Und wenn wir dann da oben angekommen sind, sollten wir dann, wenn alles geklappt hat, alle Plätze gefüllt haben, ja, damit hätten wir dann das Achievement Strike Up the Band erhalten. Und ja, das hat wie gesagt letzten Part nicht geklappt, einfach wegen, weil ich das nach dem Rätsel gemacht habe, glaube ich, nach dem Musikrätsel und deswegen kann man den Projektor nicht mehr einschalten und deswegen klappt das Ganze halt nicht mehr. Ja, insgesamt, also vorher war nur einer, ihr müsst das 8 Mal machen, damit die alle hier erscheinen. Ist ein bisschen lange, aber auch nicht wirklich schwer. Okay, ich wollte euch aber noch ein Secret in diesem Kapitel zeigen. Dafür müssen wir allerdings ein bisschen weiterspielen, deswegen cutte ich nochmal, weil wir das alle schon mal gesehen haben. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Und zwar haben wir jetzt das zweite Ventil von Jack Faint erhalten. Das setzen wir jetzt rein und drehen es auch nochmal. Okay, that should do it. Und wenn man ganz genau hingehört hat, konnte man jetzt so einen Searcher spawnen hören. Ich persönlich habe das jetzt nicht rausgehört beim letzten Kapitel, aber naja. Und wenn wir jetzt zurückgehen, nicht das zurück, Entschuldigung, wenn wir jetzt zurückgehen zu dem Anfang, wo wir ja, aufgewacht sind bei dem Pentagramm, nicht das Pentagramm, sondern wo wir die Axt gefunden haben. Tschüss. Werden wir einen neuen Gegner treffen. Also er sieht eher alt aus, aber ja. Okay, ja, wir sind ja gleich da. Ich bin mir überlegen, nicht, dass noch 30 von denen hier spawnen. Die könnten mir ein bisschen nervig werden. So, ist am zerbrochenen Brett vorbei. So, wenn wir hier gucken, haben wir einen neuen Searcher mit einem Minenhelm. Und den hier müssen wir erstmal weglocken. Ja, dadurch, okay, er hat sich irgendwie durch das Brett, keine Ahnung wie, gezwängt. Und folgt er uns einfach so oder geht er wieder zurück? Ich glaube, er folgt uns einfach so. Ich gehe jetzt einfach mal voraus. Ich gehe jetzt einfach dahin, wo er hingehen sollte. In der Hoffnung, dass er hinterherkommt. Ich glaube nicht, dass er auf dem Weg sterben wird. Da muss ich zumindest ziemlich dumm anstellen, wenn er auf dem Weg sterben möchte. Das ist auch nicht nahezu möglich. Aber naja. Oh, die Treppen. Okay. Ich finde das irgendwie witzig, keine Ahnung. Sieht er uns wieder nicht? Hä? Und jetzt ist er weg. Wollte mich veräppeln. Jetzt hat er mich erst tot. Ja, er ist weg. Er ist tot. Wow. Das ist jetzt enttäuschend. Okay, dann machen wir das ein andermal, das Geheimnis. Ihr habt ihn ja gesehen, wenn wir ihn jetzt da runtergelockt hätten, zu Jack Fane, hätten da auch diese Kiste auf ihn fallen gelassen, hätten wir noch so eine kleine, ja, Art Jumpscare bekommen. Aber okay, machen wir das halt. Ich versuche es nochmal bei, wenn wir Kapitel 4 spielen und wenn es dann auch nicht funktioniert, dann lassen wir das. Okay, dann sehen wir uns in Kapitel 3 wieder. Kapitel 3: Aufstieg und Fall. Wundert es gerade so ein bisschen, dass keine epische Musik haben. Normalerweise kommt das immer so zu Beginn jedes Kapitels. Aber wir haben ja trotzdem Sound. Also, wir hören ja sowohl die Uhr als auch dieses komische, ja, die komische Melodie da hinten. Ja, was ist im letzten Kapitel passiert? Außer dass uns so ein ätzender Minenarbeiter, okay, das war nicht letzter Part, aber was soll's, im letzten Kapitel ein bisschen reingelegt hat. Wir wurden ja von Sammy Lawrence auf unserer weiteren Flucht vor Bendy ausgenockt und sollten dann geopfert werden. Ja, das hat allerdings Sammy nicht gut zu stehen bekommen und Bendy hat stattdessen ihn eher so als Opfer angesehen. Und ja, daraufhin haben wir nochmal eine Flucht begangen, sind vor Sammy Lawrence geflüchtet,
Da wurde ich was erwähnt, aber eher von Bendy, der uns auch nochmal besiegen wollte. Und ja, wir haben dann später Boris getroffen, der jetzt hier hinten sitzt. Ich dachte, er sagt noch was. Okay, ja. Bisschen Karten spielen, hängt gerade ein bisschen ab. I'm not getting out of here that easy. He to open the door, but the lever is missing. Boris probably has it. Okay. Ja, finde die Tür hier, rede mit Boris. Hey buddy, using that lever handle around? Or are you holding it hostage until I make you something to eat? I thought so. Let's see what we got. Boris, sofort zum Kochen. Okay, das ist anscheinend auch ein Künstler. Ja, wir müssen jetzt drei American Subs finden, die hier irgendwo ein bisschen verteilt sind. Eine ist hier oben. Eine andere ist oben beim Regal hier. Also, und noch eine weitere ist in dieser Kiste da. That should be enough. So, kleine Vorwarnung, dieser Part wird wahrscheinlich ein XXL-Part werden, einfach weil Kapitel 3 ziemlich lang sind. Ich habe noch das in Kapitel 2 reingehauen. Ja. Dann kurz das hier aktivieren. Hier kochen lassen, freihändig. Und dann die Suppe auftischen. Nice. So, machen wir jetzt den Knopf. Öffnen wir auch gerade mal. Und erstmal unsere erste, ja, richtige Bacon Soup, sag ich mal. Ich weiß nicht, ob die hier auch zählen, aber die musst du ja einsammeln, sonst kommst du halt nicht weiter. Es ist hier hinten offen, die war vorher nicht offen. Da hat irgendeiner bei Bacon Soup die Toilette verstopft. Also, weißt du, wie damals in der Schule, wenn du auf die vollen Klopapierrollen reinschmeißt. Keine Ahnung, welche Scherzkekse das immer waren. Und wir können jetzt auch diesen Knochen hier aufheben. Aber das ist auch für ein Achievement gut. Und zwar können wir den jetzt Boris geben, der gerade irgendwie nicht da ist, sondern da hinten. Yep. Let's see what's out there. Don't wander off. Nicht, dass er auch noch durch die Treppe fällt. Zack, jetzt hat er einen Knochen im Mund. Und zwar war es für das Achievement. Jetzt habe ich noch meinen kleinen Spickzettel. Knick, Knack, Paddywhack. Okay. Den behält er jetzt übrigens über das gesamte Abenteuer, diesen Knochen. Und kann dazu sagen, so, aussuchen, ob er dieses Accessoire mit sich führen möchte oder nicht. Weil diese Schränke werden auch noch wichtig. Ich glaube, sehr viel muss ich dazu nicht sagen. Ah, ich habe noch was vergessen. Ich habe was vergessen, bei dem Spinnweben ist auch noch ein Alien Soup. Richtig böse versteckt, aber noch gemeiner, wenn ich es jetzt übersehen hätte. Ich würde mal sagen, es schreit gerade so noch ein Jumpscare. Don't be scared, Boris. Keep the light near you so you don't get lost. Okay, ich wollte gerade sagen. Okay, sehe ich so schlimm aus? Soll ich das nicht wieder ausmachen? Okay. Hier unten ist noch eine und das ist noch eine hier in der Dunkelheit. Wenn meine Aufzeichnungen stimmen. Ja. Ach nee, das sind nur zwei, das sind sogar vier hier unten. Okay, jetzt wieder vor. Jetzt fühlt er sich richtig mutig. Übrigens, weißt du, Animation von Boris da drüben? Jetzt hätte ich fast diese Bacon zu verpasst. Sehr nette Bauchmetern. Irgendwo sind noch zwei. Ich glaube, war da ein Boden oder so. Schon besonders, dass ich mir verpasse. Okay, ich weiß, was das hier ist. Another dead end. Hier gehe ich nicht rein. Irgendwo hier müssen noch zwei Bacon Soups rumliegen. Irgendwo hier. Ich bin einfach nur bescheuert und sogar ein Doktor drin, wo ich eben war. Ah, der Doktor. Ah. Gelobt sei mein Spickzettel. Okay. Ich find's auch gut, dass wir so ultra langsam hier durchgehen. Als ob das Licht so schwer wäre, eine Taschenlampe hochzuheben. Okay, jetzt sieht man das Licht an, weil hier jetzt die Tür zugeht, deswegen wollte ich ja nochmal nachgucken, nicht dass dann echt ehrlich war. Wollte ich das Ganze, okay, ich muss das Kapitel schon nochmal spielen, aber ich wollte es nicht dreimal nochmal spielen. Ja. Hier. Und jetzt sind wir allein. In der Falle. Oh, er schließt sogar noch den Lüftungsschacht, wie freundlich.
Wunder hat er uns die Tür geöffnet. Wie auch immer er es geschafft hat, aber naja. Fahren vorwärts. Tintendusche. Wow. I don't remember any of this. Willkommen zu Heavenly Talks. Why is there always something blocking the door? Gotta be a way through. Können wir da jemanden singen hören? Ich hoffe, das hat man auch gehört. Ich werde nie vergessen, wie ich das da. Ich hatte das schon vorgezockt und so. Und ich hatte dann halt später. Ein anderer Kumpel von mir hat das dann später auch gezockt und wir hatten das per Skype übertragen, hatte ich zugeschaut. Oh, habe ich noch ein paar Tipps gegeben. Ja, Backseat Gaming, aber halt jetzt nicht so extrem wie geh dahin. Sondern einfach nur, wenn halt irgendwie nicht weiter wusste oder sowas. Halt, da habe ich halt schon gesagt, halt, wenn er auch wirklich gefragt hat, ne? Und jetzt nicht irgendwie so nach dem Motto, ich lotse dich jetzt überall dadurch. Ja, wir müssen erstmal hier diese Sachen hier entfernen, damit die Fließbänder laufen. Und jedenfalls kann er auch dieser Gesang und ich bin ja so, ja, hast du den Gesang gehört? Was für ein Gesang? Da war kein Gesang. Pass auf, da war ein Gesang. Nein, da war kein Gesang. Ich habe mich auch so richtig dumm gefühlt und so, ne? Weil ich das dann irgendwann nochmal angehört. Und ja, da ist Gesang. Allgemein, auch wenn ich das bei YouTubern mal geguckt habe, ich habe das bei sehr vielen geguckt, dieses Spiel, aber weil ich mal die Reaktion sehen wollte und so, also eher so die Reactions und alles. Ich weiß nicht, bei keinem, wie ich dann wirklich das komplette Kapitel gesehen habe. Hat er irgendwie so richtig drauf reagiert. Vielleicht habe ich auch nur die Falschen geguckt, aber keine Ahnung. Ich komme dann immer so ein bisschen komisch, wenn man es kein Mensch versteht. Ja, das war Jacksepticeye im Übrigen, also von der Stimme her, das ist ja nicht schon Flint, aber Jacksepticeye, den synchronisiert, das ist ja auch ein YouTuber, der sehr bekannt ist, und wir brauchen erstmal die Form der Ink Machine, damit wir ein kleines Secret machen. Später, das ist das Ärgerliche, brauchen wir nochmal dieses Ding, um andere Secrets zu triggern, aber wir kommen ja nicht mehr hin, dementsprechend. Yay, ich darf es nochmal durchspielen. So, die Maschine hatten wir schon repariert. Jetzt müssen wir erstmal zum Platz machen, dass wir durch diese Tür hier kommen. Und auch durchgehen. She is quite a girl. Ja, das ist ein neuer Charakter, nämlich Alice Angel. Und ich werde diese Stelle nie mal eben vergessen. Erstmal gehen hier so komische Monitore an, du wartest und ich sag jetzt erstmal nichts. Nein, wir sind nicht tot, keine Angst. Dann hier die ganze Scheibe eingeschlagen. Ja, das war das Angel, unser neuer Antagonist, unser neuer Charakter, Ray. Ich werde das nie in meinem Leben vergessen, diesen Jumpscare. Ich saß da, ich hatte, aber diesmal hatte ich das selber gespielt, aber selbst Skype-Übertragung gehabt, da hatte ich noch mit einer ehemaligen Freundin das zusammen geguckt. Und ja, sie hat zugeschaut, ich habe gezockt halt, blind war das halt von mir, zum ersten Mal noch. Und ich stand hier, das einmal gegen das Licht aus, ich hatte diese Monitore, die angehen, und ich einfach nach vorne gekommen, ich merke, vorne geht es nicht weiter. Und ich bin halt jetzt in der Dunkelheit rumgelaufen und ich hatte keinen Plan, wo es lang ging, weil ich halt alles zu ist, du kommst halt nicht weiter. So, und ich habe halt einfach mal dann wieder meine ultra guten Kopfhörer, die alles super laut machen, gehört. Und ich höre einfach diesen Gesang. Und dieser Gesang wird langsam immer lauter.
Ich weiß nicht, ob man das so einfach so raushören konnte. Ich stand dann die ganze Zeit da. Ich habe immer gewundert, warum der Gesang lauter wird. Und ich dachte immer, irgendwas ist hinter mir, das immer näher kommt. Ich die ganze Zeit permanent umgedreht und was weiß ich was. Aber dann geht einfach vorne das Licht an. Ich gehe dahin, wie so eine Motte ins Licht. Dann kommt einmal halt diese, so keine Ahnung, was für ein Zombie da hoch, ne? So, überhaupt nicht das, was ich von Benny and Dick Machine gewohnt bin, ne? Und schreit mich da erstmal an, ne? Und, boah. Das war schon ein harter Jumpscare. Vor allem, weil ich auch so fixiert auf diesem Gesang war, dass ich eigentlich gar nicht mehr richtig aufgepasst habe. Also, das war schon, ui, der härteste Jumpscare, meiner Meinung nach. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, welchen Jumpscare ihr bis jetzt am besten fandet. Kommen ja noch ein paar. Sind die ersten in Kapitel 3. Fehlen noch zwei Kapitel. Und wir machen erstmal weiter. Ich habe jetzt hier den Pfad des Dämonen und den Pfad des Engels. Ich weiß nicht, außer dass halt die Endcredits bei, als es noch kein weiteres Kapitel gab, anders ist. Und halt später im Raum macht das nicht so viel Unterschied. Ich weiß nicht. Wegen Änderungen alles von den Kapiteln und so. Persönlich, ich habe einmal den Dämonen, einmal den Engelspfad gespielt. Den Engelspfad aber nie zu Ende, weil mir irgendwas dazwischen gekommen ist. Beim Dämonenpfad persönlich, anfangs, bevor das Kapitel rauskam, den Engelspfad erst später. Beim Dämonenpfad kam irgendwie, ja, fand ich persönlich schwieriger als den Engelspfad aus irgendeinem Grund, als ich diesen Run gemacht habe. Kann sein, dass das aus Zufällen abhängt und ich einfach nur Pech hatte und es bei allen gleich ist. Ich bin mir nicht sicher. Nicht, dass ich jetzt irgendwas Falsches sage und alle biegen jetzt ab, ey, ich will den einfachen Part und dann ist er super schwer auf einmal, ne? Ja, ich gucke gerade nur auf meinen Spickzettel. Nicht, dass ich gleich den Becken zu verpasse, aber nein, der nächste ist erst ein bisschen weiter. Okay, können wir auch jetzt zurücklaufen. So, wir gehen in den Mondpart, für das, was wir vorhaben. Einfach weil der Engelspart nicht funktioniert. Ja, haben wir mal Joey Drew live gehört in einem der Audiologs. Wie gesagt, im Engelspfad haben wir jetzt ja einen anderen Raum, den ich auch noch reinschneiden werde. Ich weiß nur nicht, ob ich das in diesem Part auch wirklich mache. Ich glaube, ich mache das trotzdem in diesem Part, dass wir dann wirklich so einen XXL-Part machen. Ich gucke einfach mal wegen der Zeit her und so. Ich habe ja gesagt, ich mache das vor Heiligabend alles mit Kapitel 3. Wegen den Problemen bei Kapitel 2, was mich halt so gestört hat. Kann gut sein, dass dieser Party durch eine Stunde dauern wird. Hi, Bendy. Hi, Boris. Boris? Oh, you scare me to death. Don't suppose you found anything we can use to protect ourselves with. Ja, wir können ihn übrigens auch damit einer reinhauen, aber das will ich nicht, weil ich fühle mich dann irgendwie schlecht. Ja, weiter geht's. Ja, weiter geht's. Ich hab gerade ein bisschen verwirrt überlegen, so. Hab ich wieder irgendwas vergessen? Ja, für das Achievement Inner Child, das können wir jetzt hier auch machen, bitte geh nicht damit in meinen Weg, Boris, müssen wir ich glaube es waren 24, oder waren es 25, wo war es mein Spickzettel, 25, okay, 25 von diesen Püppchen hier knuddeln. Okay, das mache ich jetzt nicht in diesem Part, einfach, hier sind genügend zum Knuddeln da, einfach 25 davon. Wäre ein bisschen lahm, wenn ich das jetzt wirklich jedes einzelne mal antippe und so. Looks like to open this, we need to throw two levers at once. You get this one. I'll find the other. Kann er nicht den anderen machen? Egal. Ja, wie gesagt, ist halt ein bisschen boah, umständlich und zu lang. Alleine, weil ich das Achievement schon habe, mache ich das erstmal nicht. Boah, ich habe allerdings ich habe allerdings noch nicht alle Achievements in diesem Kapitel. Und zwar fehlen mir zwei, glaube ich. Das noch halt oh, er hat uns doch. Lala. Naja. Mal zur Platz. Das war ein Mitglied der Butcher Gang, auch neuer Gegner. Oder wird mit denen hier auch aktiviert? Und ich biete mal hier unten ab.
Jetzt auch wieder was Interessantes zu sehen, ich spute. Und zwar haben wir hier drüben erneut die Ink-Maschine, die gerade runterfährt. Okay, jetzt möchte ich mir überlegen, irgendwo waren noch ein paar Bacon Soups. Zwei, um genau zu sein, hier irgendwo. Ich glaube, hier andere. Ist, wenn wir den eigentlichen Weg gehen, der geöffnet wurde, mit dem Schalter zusammen bei Boris. Ah, den ist nur ein anderer Weg. Im Übrigen hier das hier, wenn ihr den Trailer zu Kapitel 3, ich glaube der erste war das, gesehen habt, das wird hier später reingetan. Eigentlich, dieses Areal wurde, wie gesagt, nur für den Trailer verwendet. Und, ja, im richtigen Chapter, im Kapitel, wurde das später gar nicht reingefügt, dass alles gesehen wurde. Naja. Allerdings hat man das dann doch nochmal als kleines Easter Egg, sag ich mal, reingetan. Schon irgendwie ganz nett, fand ich auch ein bisschen. Oh, ja. Audiolog ist natürlich auch hier. Okay, damit hätten wir nochmal ein kleines Audiolog von Wally Franks und Thomas Connor, den wir auch im ersten Kapitel gehört haben. Wow, wir gehen erstmal ein bisschen weiter. Irgendwie leckt es gerade ein bisschen, keine Ahnung wieso. Ja, hier hinten sind die beiden Bacon Soups. Okay. Dann haben wir die auch alle. Und ja. Hier haben wir die Damentoilette. So. Ich glaube, das hier war auch Fanart gewesen, das hier mit den ganzen Zeug. Was ich auch eigentlich ziemlich cool finde, dass halt, es gab halt immer zu jedem Kapitel so ein ja, Fanart-Contest und die Besten wurden halt ins Game eingefügt, irgendwie, irgendwo. Wir fahren allerdings mit dem Aufzug. You're so schön, Boris sieht mich gerade mit so richtig großen Augen an, so, ich bin so stolz auf dich. Du hast es geschafft. Okay. Ja. Ich mag Boris. Ja. Wir machen erstmal eine etwas längere Fahrstuhlfahrt. Das ist auch schon das Ende. Ich sollte immer so tun. Step out of your cage. There's a whole twisted. Ich sollte auch mal ein bisschen so zu wackeln, das kommt nicht so gut an. So, wir speichern auch mal ausnahmsweise, aber weil es Kapitel sehr lang ist und was ich vorhabe, kann ich gut so ein paar Save Points gebrauchen. Checkpoints, was auch immer. Ich persönlich habe Aufzüge lieber als Treppen. Ich will nicht vergessen, dass ich das Praktikum mal gemacht habe. Dann ging von der Feueralarm los. Und ich war am 10. Stock. Ich habe die Treppen gehasst. Okay. She's quite a girl. Oh, sie öffnet sich selbst. Wir sind jetzt Bo sehr eilig. Ich glaube, ich habe ein bisschen gehen. So, jetzt habe ich schon was gesehen, was machen wir damit weiter. Da haben wir einen zweiten Boris und einen dritten und einen vierten, einen fünften, da hinten ist noch ein sechster. Ist das der siebte? Oh, das ist der siebte. Ja, ganz viele Boris, also er ist nicht der einzige. Und auch den Typen, den wir eben erschlagen haben. Da hinten hängt er übrigens nochmal. It took so many of them to make me so beautiful.
anything less than perfect was left behind. I had to do it. She made me. Who would have thought? Me having lunch with Joey Giroux. Apparently times are tougher than I thought. For a moment there, I thought I'd be stuck with a check. But I gotta say, he wasn't at all what I expected. Quite the charmer. He even called me Alice. I liked it. Jo, nochmal ein Audio von Susie Campbell. Ah, dann ist es wegen der irgendwo war hier noch eine Beck and Sue. Ich will nicht daneben rennen, sonst ist mir. Was für eine Tür, ich wollte gerade sagen. Das ist jetzt für mich ein Mistbus los. Okay. Einfach weil wir hier später auch nicht mehr nochmal reinkommen können. Was ich eigentlich sagen wollte, eben. Das ist das einzigste Cut, was wir irgendwie nicht zerstören können. Also immer das mit das Angel. Wir sind irgendwie unzerstörbar, können wir gegenhauen, wie lustig sind. Keine Ahnung wieso. Und da ist er. Hi. Now we come to the question. Do I kill you? Do I tear you apart to my heart's delight? The choices of the beautiful are unbearable. How's a girl to choose? Take this little freak, for instance. He crawled in here, trailing his tainted ink to my door. It could have touched me. It could have pulled me back. Do you know what it's like living in the dark puddles? It's a buzzing, screaming well of voices. Bits of your mind swimming like fish in a bowl. Ascend and leave this place. If you will do a few easy, weensy little favors for me first. Return to the lift, my little errand boy. We have work to do. Ja, in dem Sinne hat mich jetzt nicht stecken. Okay, ich dachte gerade schon so nicht, dass ich noch dran vorbei renne. Keine Wirkung zu verpassen. Ja, das war das Angel. Diese Aufgabe war übrigens ein riesen Kritikpunkt, warum das mit dem ganzen zufällig und das, was ich was häufig geändert wurde. Einfach, weil es halt wirklich, und ich kann es bezeugen, ewig gedauert hat. Und war noch länger in diesem Kapitel, als es ohnehin schon eigentlich dauert. Einfach nur, weil es halt wirklich. Kommt halt später in sämtliche Etagen rein mit dem Fahrstuhl und in jeder Etage kommt halt sämtliche Sachen. Das war einfach so nervig. Jetzt haben wir das auf Etagen beschränkt, wo die Sachen sind, weil schon richtig entspannt ist. My machines are hungry. Gather me some spare parts. So, Level 9. Ich weiß nicht, ob es wirklich Level 9 war. Ich glaube, das war das Treppenhaus, kann das sein? There are so few rules to our world now. So little truth. Back to the old grind. But there is one rule we all know and respect down here. Beware the Ink Demon. Stay out in the open for too long and he will find you. For if you see him, you'd better hide. If you don't, well, I enjoyed our date. Now, let us begin our work. Und jetzt beginnt der unschönste Teil für mich in Benny and the Ink Machine. Und zwar, ihr müsst durch diese ganzen Etagen laufen. Benny kann zufällig irgendwo erscheinen. Und wenn er uns einmal trifft, sind wir komplett tot. Und das ist auch das Einzige, wo ich wirklich ein bisschen gestresst bin. Einfach weil er halt wirklich überall kommen kann. Das ist richtig ätzend ist teils. Er kündigt sich teils vorher an. Weil in manchen Situationen ist das richtig gemeint, dass du halt nichts vorher überhaupt nicht wissen kannst, dass er da ist.
aus bestimmten Gründen, wie halt gerade die Karte aufgebaut ist. Und ja, allgemein extremst lange Sammelaufgabe. Puh, vor allem dieses Treppenhaus ist das Schlimmste dafür. Einfach weil das Treppenhaus hat das Problem, dass, wenn Benny sich bemerkbar macht, ich weiß nicht, es zeigt sich vorher an, dass ganz viel Ink, also Tinte von der Wand runterläuft und was weiß ich was. Aber das Problem ist, ich weiß halt nicht, wenn er da ist, einfach weil das Problem an der ganzen Sache ist, ich weiß nicht, ob er halt jetzt über mir ist oder unter mir. Von der Tinte her, die runter drauf. Das heißt, ich kann halt nach oben rennen oder nach unten rennen. Das sind halt meine einzigsten Fluchtmöglichkeiten. Da habe ich halt eine 50-50-Chance. Renne ich dem jetzt in die Arme oder renne ich weg? Und das ist schon ziemlich gemein. Danke. Und tschüss. Ja, das hat mir auch wirklich nicht gefallen in diesem Kapitel. Allgemein, weil ich auch eine eher schreckhafte Person bin, auch wenn man das in den Kapiteln eher nicht gemerkt hat. Vor allem hat dieses ganze Rumstehen und Bacon zu sammeln und was weiß ich was, weil du halt extremst lange im Offenen rumstehst, macht halt noch wahrscheinlicher, dass du ihn triffst und das macht mich gerade noch nervöser. Ich habe nämlich noch nicht alle Bacon Soups hier drin gesammelt, das fehlt mir noch das Achievement. Und ja, das macht es nicht wirklich besser, vor allem in diesen Treppenetagen. Und dass ich noch zweimal durch muss. Ich weiß noch damals, ich habe permanent in diesem. Dafür sind ja auch diese Sachen hier da, damit du dich halt drinnen verstecken kannst, wenn er kommt. Weil dann kriegt er dich nicht. Dadurch ist sozusagen so ein. Ja, Safe Point. So, wir machen erstmal noch erstmal hier das hier an. Das ist das Benny and Ink Machine Musical. Ich habe gar nicht mehr, wie das genau heißt. Ich glaube, es das heißt sogar so. Gesungen von MadPat im Übrigen. Aus Game Theory, falls ihr ihn erkennt. Das ist ziemlich berühmt. Allerdings ist hier natürlich kein Gesang dabei. Und wir haben hier noch ein weiteres Easter Egg. Also, das wäre erstmal ein Achievement, das hier. Ich weiß gar nicht genau, wie es heißt. Das heißt, jetzt kommen, werde ich auf eine spezielle Kuppel, werde ich gleich mal umgebracht. Ach, da. Spare Pass. Okay. Und ein weiteres Easter Egg, wenn wir hier mit den Instrumenten eine bestimmte Reihenfolge deaktivieren. Und zwar der Bass. Dann die Trommel. Dann die Violine. Dann wieder der Bass. Ach nee, das Pia. Damit. Okay, nochmal von vorne. Bass. Trommel. Violine. Dann das Klavier. Und dann die Trommel. Hören wir Sammy Lawrence. Oh ja, er ist noch da, Baby. Okay. Ja. Jo. Kleines Easter Egg. So ein bisschen so Vorspielung, dass Sammy eigentlich noch lebt. Fand ich ganz cool. So. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt diesen Weg gehe, wenn ich gar nicht dahin muss. Also, ich stand jetzt natürlich auch noch sehr lange hier rum. Ich habe immerhin noch mehr Angst, dass gleich ein Bandy rauskommt und mich noch umbringen möchte. Dadurch. Zu? Nein, okay. Oh, ich fange schon leicht an zu schwitzen. Ey. Ja, das ist richtig unangenehm. Hier ist nichts. Aber gut, dafür sind Horror Games da, damit du richtig dieses Adrenalin fühlst. Irgendwo war noch ein Becken zu, da war ich nicht mehr sicher. Da oben. Das war's, glaube ich. So. So fast if I were you. You never know what will draw him in. Ja, das ist eine Vermutung. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, ob wirklich One down. Bewegungen ihn anlocken. Ich habe gerade so Lust, mich irgendwo zu verstecken. Oh Gott. Ich bin schon froh, dass wir nicht im Treppenhaus begegnet sind. Das ist das Allernervigste und Ärgerlichste, was passiert. This one's empty. So. Ich glaube, jetzt merkt man wirklich, dass ich wirklich nervös bin. Oh. Oh, nein.
Okay, ist nichts mehr. Wie viel brauche ich überhaupt? Ich glaube 5, oder? 3. Okay, ich brauche nur 3. Ich brauche nur 3. Nur 3. Puh, ganz spannend. Groß. Ich weiß noch, wie hier noch so ein Fehler auftritt. Das werde ich nie vergessen. Das war so nämlich mit ehrlich. Kann ich ja mal ein Bild senden, wie das genau war, das Problem. Weil ich hatte hier gespeichert. Nothing in here. Und da war einfach so ein Spielefehler. Deshalb, wenn ich halt das wieder geladen habe, alle Türen zu waren. Oh, und ich wollte halt weiterlaufen, ist Bandy gespawnt. Das Problem ist, er kam nicht durch die Tür. Das heißt, ist halt permanent gegen die Tür gelaufen. Und das Problem an der ganzen Sache ist, dass wenn ich die öffne, er mich sofort umgebracht hätte. Aber ich kam halt auch nicht weiter und ich musste durch diese Tür durch. Das ist einfach so ärgerlich, weil es ist permanent gespielt, als ich das Spiel geladen habe. Ah, that should be plenty. Return them to me. And try not to die. Ich versuch's. Das wird mich so aufregen, wenn er jetzt hier drin spawnen würde. Weil das super gemein ist, weil er hier vorne spawnen kann. Und es nichts Gemeineres gibt, wenn er direkt vor deiner Nase auf einmal erscheint. Da habe ich richtig Angst vor, aber ich hab's geschafft. Okay. Hier ist es sicher. Hier kann er mir nichts mehr machen, weil hier vorne direkt ein Checkpoint ist. Und wenn ich jetzt da umbringen würde, wäre es ziemlich unwahrscheinlich. Ich gehe hier sicherheitshalber rein. Einfach weil ich nichts riskieren möchte. Fahrstuhl bewegt sich jetzt nach oben. Wir sind erstmal sicher hier drinnen. Dann haben wir die erste Mission erstmal gut überstanden. Okay, da ist der Fahrstuhl. Übrigens haben wir jetzt auch noch ein Achievement erreicht, und zwar Spare Parts, genau, weil wir alle Räder gefunden haben. Ich bin immer noch sowas von nervös, ey. Was wird sich erst widerlegen, wenn ich aus diesem Kapitel wieder draußen bin, ey. Ah, ist aber ein uniges Kapitel, Leute, ne? Und diejenigen, der es jetzt vielleicht ein bisschen stört. So, dann geben wir die erstmal ab. Jetzt haben wir die Spritze, die wir auch benötigen werden für die nächste Mission. Ich ist Level 11, okay. Ah, das ist nicht normal. Aha. Okay, erstmal abspeichern, damit ich nicht nochmal diese Zahnräder machen muss. Habe ich jetzt persönlich nicht so viel Lust drauf, weil der Vorteil ist halt, falls wir sterben sollten, dürfen wir nämlich nicht sterben für ein Achievement, das ich erreichen möchte. Kann ich einfach hiervon wieder laden. Ich muss nicht nochmal alles von vorne machen, vom ersten Kapitel heraus. Also nicht vom ersten Kapitel, aber von der, wo wir Boris was kochen müssen und, weil es dauert ewig. Und das ist so ärgerlich, vor allem jetzt gegen Ende passiert. Tief durchatmen. Er guckt immer noch so eintönig, so, er lebt das fort. Das ist keiner mit extra dicker in Tinte. Spritzt es leider nicht so stark. Ich lock den hier erstmal an. Wie viel brauche ich eigentlich wieder? Auch wieder dreimal, okay. Ich glaube, damals war es fünfmal gewesen, was das Ganze noch ärgerlicher gemacht hat. Sind es wirklich ganz so viele? Zack. Haben wir einen. Ich finde manchmal ist der Sound von den Typen hier total verbannt. Okay. Der nächste ist hier vorne. Gucken wir, wie der Projekt schon ist. Verschwindet. Das war noch wieder mit der dicken Tinte. Ich hatte so.
Boah, Gott. Alter, okay. Okay. Das war grad. Okay. Jagt mir Angst ein. Das hat geklappt. Oh Gott. Das war echt gerade gruselig. War wirklich einfach, weil die so laut sind und einfach so aus dem Nichts einfach. Das egal. Ich muss halt einfach abwarten, bis der wieder spawnt und jetzt unter Wally Francis Audio Log. Oh. Oh. Warum erschrecke ich mich jedes Mal wegen diesen Dingern? Gemein. Okay. Ich fahre auch gern out of here. Da ist er. Diesmal kriege ich ihn. Ja. Es ist halt immer so die Sache, weil ich halt die vorherigen Kapitel immer so oft gespielt habe, weiß ich halt immer schon, was passiert. Und wenn du weißt, was passiert, weil du schon so oft gesehen hast, hast du auch keine Ahnung. Da ist Bendy. Scheiß Boris, mach das Ding auf. Mach das Ding auf. Schnell. Boah, Level 9, Level 9, Level 9, Level 9. Boah. Ich bin gerade wirklich richtig am Schwitzen gerade. Das ist, und wir haben Winter. Das ist sowas von unnormal. Okay. Die Mission haben wir auch geschafft. Das ist gut. Puh, das ist eine richtig nervige Mission. Deswegen bin ich sehr erleichtert dafür. Okay, hier kann ich eigentlich auch wieder rennen. Hier kann mir nichts passieren, was Bendy betrifft. Abgeben. I'll make this simple. Look for valve pads. Turn the little wheels. Then bring me their power cores. Please don't make me regret sparing you. I can always change my mind. Damit sind wir bei der vorletzten Mission. Der Pömpel der Macht. Geht's weiter. Drei Ventilansätze in LP. Okay. Puh. Okay, man merkt es wirklich, dass ich schon nicht mehr so entspannt bin wie im letzten Kapitel. Level P war das. So. Das macht mir aber trotzdem Spaß. Ne? Jetzt nicht, dass irgendwie Leute denken so, oh, der Arme, dann leidet jetzt hier richtig. So. Ich bin halt nur extremst angespannt. Das ist einfach die einzige Sache hier dran. Vor allem hier ist es auch wieder das Blöde, weil ich halt so ein kleines Puzzle immer bei denen sind und ich dann permanent da rumstehe und das einfach noch länger braucht. Und je länger du brauchst, desto eher ist es, dass Bendy kommt und uah. Unschön. Vor allem ist halt das mit, wenn du direkt vor so einem Punkt stehst, wo der halt entscheidet. Das ist immer so. Oh, nein. Nein. Ich darf nicht sterben. Vor allem, wenn ich solche Trottel verliere, ist das peinlich. Tschüss. Danke. So. Das geht nicht. Hi. Bye. Mal gerne ein bisschen auf Bendy spawnt, weil ich will, wie gesagt, nicht nie umgebracht werden. Wo kommt der denn jetzt hin? Nerv nicht. Okay. Du wirst das alles gleich viel hat bei diesem bestimmten Punkt, wo dieser dicke Klecks da ist, ist. So wie hier. Ich kann es nicht nehmen. Das haben wir das auch. Ich
Ich bewege mich ja schon immer super langsam und leise im Vergleich zum letzten Chapter, einfach weil ich super Angst habe. Sich noch abkratze. Okay. Hier irgendwo war noch Bacon Soup, fällt mir immer so ein. Mist. Hol ich mir später. Nicht jetzt. Doch. Die hier hole ich. Die da. Okay. Jetzt hier weiter. Es ist sowieso dieses kleine Kind, das gerade irgendwas verboten ist. Es macht Angst, entdeckt zu werden. Bisschen. Ja. Ja. Nice. Wir holen die Bacon Soup selten später. Ich werde jetzt erstmal zurück und abspeichern. Ich habe keine Lust, das nochmal zu machen. Ich habe hier absolut keine Lust, das nochmal zu machen. Ich weiß, was sonst. Nee, ich renne nicht. Ich will es nicht provozieren. Ich will ihn nicht provozieren. Noch nicht. Wir machen das noch, aber noch nicht. Okay. Fahrstuhl. Okay. Weil in der nächsten Mission werden wir ihn zwangshaft provozieren. Er muss dann halt kommen, aber bestimmt. Pustekuchen. Boris, mach das Ding auf. Ich habe immer noch das Gefühl, dass Benny halt eher spawnt, wenn wir wirklich den Dämonenpfad nehmen. Ich bin auch so ein bisschen der Ansicht, weil damals, als ich den Engelspfad genommen habe, ist er wirklich überhaupt nicht gespawnt. Erst, als er wirklich vom Skript her kommen musste. Oh, noch eine Mission. Da bin ich erlöst. Zack. Okay. Es sind jetzt nämlich 15. Ja, 15, die wir kaputt machen müssen auf Level K. Also damals, wo wir vorhin waren, im ganzen Anfangsareal wieder. Wo wir auch die Zahnräder gesucht haben. Oh, und dann müssen wir noch einen Kampf bestehen, dann können wir sterben, was das Zeug hält. Puh. K. Ich glaube, dann machen wir auch den Rest des Circuits in diesem Kapitel, die uns noch fehlen, auch im nächsten Part einfach. Weil es halt wirklich extrem lange dauert, vor allem, weil ich mich halt hier permanent hier durchschleiche. ja, weil ich auch nicht so viel Zeit habe und so. Wie gesagt, ist ja kurz vor Weihnachten und alles. Ach, dann machen wir das dann. Natürlich schließen wir das Chapter ab, wie gesagt. Nur halt, ich muss das nochmal ganz durchspielen, den Engelspart machen, das alles reinschneiden und so. Das mache ich dann nicht jetzt, sondern das mache ich später. Schön, dass Boris immer sicher ist. Den hier hole ich später, weil ich glaube, da hinten sind wir sicher, wenn wir den da machen. Hi. Der ist leider jetzt unwichtig geworden. Wow, one hit. Das passiert eigentlich nicht. Nicht so laut stöhnen. Wir wollen nicht anlocken. Aber wo waren die denn nochmal alle? Oh. Verdreht sich gerade wirklich der Magen hier. So. Dementsprechend, falls einer erfahren hat, sowas wie Five Nights at Freddy's, das werde ich nie im Leben displayen, einfach weil ich weiß. Ich werde das nicht überleben. Das hat einmal meinem Kumpel zugeguckt und ich bin gestorben. Nein. Das wird nichts. Einfach weil ich dann wirklich permanent so in diesem Modus wäre und wir dann wirklich kaum vorwärts kommen würden. Da komme ich ja noch so ein bisschen vorwärts, weil ich trotzdem noch halbwegs immerhin weiß, was ich machen muss, dies und das mit Dinos, aber das ist mir einfach zu random, Five Nights at Freddy's, weswegen ich das nicht machen werde. Einfach, wir wollen ja noch was von den Parts haben. Oh, Scheiße, ich hab die falsche Richtung. Boah, ich drück gerade nochmal kurz Stopp. Tief durchatmen und rennen. Rennen.
Ist hier doch nichts. Naja, ich glaube wirklich, dass er eher spawnt, wenn wir diesen Dämonenpfad nehmen. Ich bin immer noch so ein bisschen der Ansicht, ich renne jetzt extra einen Safe Point. Ich weiß, eigentlich ist das vielleicht übertrieben, aber nur um auf Nummer sicher zu gehen. Vor allem ist das möglich, dass er permanent hier irgendwie auf- und abrennt und das ist einfach so anstrengend. Einfach, weil wir halt wirklich mit einem Treffer tot am Boden liegen. Okay. Meistens ist er noch so ein Spawner gefühlt permanent. Können aber, glaube ich, wieder raus. Das ist halt super nervig, weil du halt überhaupt nicht vorwärts kommst. Und ich gerade wirklich emotional, gerade richtig, keine Ahnung, was bin. Aber es passt schon. Wird schon schief gehen. So, wir versuchen es nochmal. In der Hoffnung, dass er jetzt nicht spawnt. Oder zumindest, dass wir halt bei diesem Safe-Bahn vorbeikommen, dass wir immerhin gerettet sind. Okay, ich dachte gerade, es wird wieder dunkel. Boah. Handy. Tu mir das nicht an. Oh, tschüss. Wie viele müssen wir noch? Ich glaube nicht mehr so viele. Im einen Raum waren auch tausende von diesen Pappaufstellern. Ich hoffe auch, der ist jetzt nicht immer permanent so aggressiv, auch wenn wir jetzt später wieder hochfahren, weil wir müssen theoretisch noch hochfahren. Oder ich mache das halt wirklich doch sehr. Die Bacon Soup. Ah, die Bacon Soup noch. Ja. Bacon Soup machen wir. Das machen wir auf jeden Fall noch. Habe ich jetzt schon so gut angefangen. Wäre dumm, wenn wir das jetzt nicht zu Ende bringen, weil in dem einen Raum bei den Fenstern und so noch was. Habe ich jetzt vergessen. Eine Eile und den Stress, der Bendy auf mich ausübt, machen wir später, wenn wir ein bestimmtes L-Team haben. Okay. Ist auch noch alles sicher. So, hier sind ja wirklich tausende von den Sachen. Die wir kaputt hauen können. Kommt er schon? Nein. Gut. Zack. Ich muss halt so weit, dass halt noch einer kommt. Sollte es bald sein. Ich werde übrigens, wenn ich das alles zerstört habe, erstmal hier raten und bis er kommt, weil es macht mich sonst psychisch fertig, wenn ich nicht warte. So, da hinten ist noch eine Grinsebacke. Und Rainer. So, ich habe das Gefühl, er kommt bald. Wird nicht lange dauern. Es fehlt noch der eine da vorne. Einfach damit wir halt ein bisschen Zeit haben, bis er halt wieder spawnt. Weil ich halt wirklich keine Lust habe, auf dem Rückweg den dann nochmal zu begegnen, weil es halt richtig ätzend wird. Richtig mal ätzend, weil ich halt richtig, richtig ätzend. Und der Vorteil ist, die Frage, warum habe ich den einen da gelassen ganz am Anfang beim Aufzug? Einfach weil der, ja, am einfachsten ist, sage ich mal, zum Schluss zu holen, weil uns Bendy zumindest in den letzten Updates nicht sehen kann, wenn wir da stehen. Ich hoffe auch, er sieht uns immer noch nicht, sonst kriege ich einen Anfall. Ich weiß auch nicht, wer da hinkommen sollte, sondern er kann auch irgendwie wie diese eine Minor Search auf einmal durch Bretter laufen, das wäre schon ein bisschen ungünstig. Okay, wir sind safe bis da hinten hingekommen, also zumindest in diesem Bereich raus bis zum nächsten Safe Point, aber ich weiß halt nicht, wie das halt später aufs, ja, aussieht. Es ist halt ultra nervig, wenn halt wirklich, du gerade, da kommt er, können wir auch mal live sehen, wenn er halt gerade vorbeikommt, wenn du gerade so Spawn Point, der hat bestimmte Punkte, wo er halt erscheint, bestimmte Punkte, wo er endet. Und ich weiß halt genau, wo er jetzt hier entlang laufen wird. Er wird jetzt gleich hinten irgendwo an uns vorbeilatschen und abbiegen und dann hinten verschwinden. Es kann auch sein, dass er sofort wieder spawnt. Das ist auch schon häufig passiert. Einfach, ja. Also halt ultra nervig ist, wenn du halt wirklich genau vor diesem ja, Spawnpoint, sag ich mal, stehst und er dann gerade erscheint und dich halt sofort sehen kann. Und du kannst halt nichts machen. Das ist so gemein. Das mag ich überhaupt nicht. Ja, sieht so aus, als würde er uns jetzt gerade sehen können, aber er kann uns nicht sehen. Wenn uns doch sehen könnte, würde ich jetzt richtig ausflippen. Weil nein, er rennt an uns vorbei.
sogar die falsche Seite abgebogen, was ich erst dachte. Okay. Und wenn das Ganze hier verschwunden ist, sollte er auch nicht nochmal erscheinen fürs Erste. Haben wir erstmal ein bisschen Pufferzeit. Ich sehe halt noch ein bisschen was von ihm. Jetzt ist er weg. Und jetzt spawnt auch erstmal nicht mehr, hoffe ich. Okay, dann gehen wir weiter. Oder besser zurück. Jetzt, wenn er jetzt spawnen würde, hätten wir eigentlich genügend Abstand, dass wir jetzt locker hinkommen. Durch jetzt nicht stehen bleiben, wenn ich das geschafft habe, wie gesagt, mich erstmal super erleichtert. weil es halt nur in diesem einen Kapitel ist, das halt wirklich überall zufällig erscheint und so. Oh, und dann haben wir das erledigt. Dann geht's wieder locker flockig, wie gewohnt, weiter und nicht so im Mäuseschritt. Im nervösen Mäuseschritt. Ja, den Mondpfad entlang. Ah, ich bin überlegen, ob ich später nochmal warte da drüben. Was halt wirklich eine richtig böse Stelle ist. Wegen dem Rauch und so. Ich glaube, ich versuche erstmal durchzulaufen. Weil eigentlich sollten wir genügend Pufferzeit haben, da durchzukommen, bevor er nochmal spawnt. Wenn nicht, gucke ich jetzt doof und ich kriege einen Anfall. Aber naja. Ja, boah. Nur der da, nur der da. Da sind wir jetzt da auch durch. Und dann hätten wir es gleich. Und noch da hinten runter. Gucken, dass er hier jetzt nicht erscheint. Wer das Leben im wahrsten Sinne des Wortes zur Hölle macht. Einfach dahin springen, diesen Cutout zerstören. Und dann sind wir safe. Kann uns nichts mehr passieren. Zack. Sekunde halt. Obwohl, nee. Ich lass es nicht drauf ankommen. Ich renne jetzt sofort in den Checkpoint. Einfach. Also Checkpoint nicht mehr in diesem Basis, wo wir noch genug Zeit haben, weil die sich gerade auch so ein Monolog am Unterhalten ist. Und ich will jetzt hier nichts anbrennen lassen. Der Fahrstuhl geht sogar automatisch hoch. Weil jetzt Bendy ja, zwangshaft kommen muss, ist halt wirklich so festgelegt. Es wird immer sein, bei der letzten Cutter zerschlägt, ganz egal wo er ist, dass halt Bendy irgendwo in irgendeiner Richtung erscheint. Wie gesagt, am besten ist das, wie gesagt, wenn ihr das da drüben macht, einfach weil ihr halt wirklich schon direkt beim Ausgang seid, wo der Fahrstuhl ist, nicht mal viel kommt und ja, eigentlich da stehen bleiben könnt, weil er euch nicht sehen kann. Ich könnte jetzt theoretisch auch schon zum Fahrstuhl rennen, so schnell ist Bendy jetzt auch nicht da unten, aber ich war trotzdem sicherheitshalber. Ich will es, wie gesagt, nicht provozieren. Okay. Ist der jetzt weg? Ey, Boris, und er steht immer noch zu und guckt so in diesem sichersten Raum überhaupt im Fahrstuhl. War einfach so ein Gitter vorm Angang. Damit hätten wir den schlimmsten Teil überstanden. Jetzt noch eine kleine Kampfszene, die gleich kommt, wo ich jetzt auch nicht sterben darf. Der wird auch noch mal ein bisschen schwierig, aber machbar. Und dann hätten wir eigentlich so ziemlich das schwerste Achievement im gesamten Spiel erreicht. Save Point. Und abgeben. Ich bin jetzt immer noch überlegen, ich glaube, wir machen wirklich noch den Bacon Soup. Theoretisch gesehen könnte ich dann auch noch den Meatly machen, der hier versteckt ist. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich mache oder nicht. Was halt auch wieder sehr nah an so einem Spawn-Point ist und so. Ja, jetzt komme ich die Butcher-Gang von der Seite. Ja. Da bewegen sie sich, die wir eben schon so ein bisschen besiegt haben. Die kommt nur. Ah ja, gut, genau das. Ich wollte gerade sagen, die brauchen aber ein bisschen. Warum auch immer die so viel Abstand zueinander haben, habe ich ein bisschen geschritten oder so. Ja. Die drei müssen wir jetzt noch ausnocken, das war ja auch viel schwieriger, war die halbe Welt da. War super anstrengend. Das dann zu überlegen, weil halt doch tausende von Searcher gespawnt sind und die uns halt in ein paar Schlägen töten können. Vor allem, wenn es halt zwei sind, ist das richtig ekelhaft. Mal in Ruhe heilen.
gerade auch besiegt. Und ihn hier. Ich glaube, den haben wir gar nicht gesehen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Tschüss. Geschafft. GG, Leute. Okay, Spaß beiseite. So quiet. Like a welcoming grave. I like the silence. Don't you? Oh, I hate leaving work unfinished. Fortunately, I have you to pick up the pieces. But you'll have to go even deeper. Down, down, down into the abyss. Take the lift down. Sending you a little present, a little firepower. Take good care of it. It belonged to someone very special. Ich habe persönlich keine Ahnung, wie dieser Tommy-Gang gehört. Allerdings haben wir jetzt, wie hieß es noch gleich? Wo ist denn Spickzettel? Die schwerste Achievement freigeschaltet, und zwar. Ich finde gerade den Namen nicht. Ah, Blazing Metal. Das kriegen wir halt, wenn wir halt die Tommy Gun erhalten. Die kriegen wir normalerweise nicht. Normalerweise, wenn wir die aufnehmen wollen, zerpuppt die einfach und Pech gehabt, die hast du eine Axt. Oder ich glaube ein Gen Pipe, was, keine Ahnung. Jedenfalls haben wir jetzt hier die Tommy Gun. Und mit dieser Tommy Gun können wir einfach. Ja, jetzt weiter spielen, was eigentlich ziemlich cool ist. Und wie gesagt, wir müssen halt dafür. Diese Inkfigur zur Inkmaschine verändern. Nicht sterben in dem gesamten Bereich hier, bis wir halt diese Tommy Gun haben. Jetzt können wir sterben, wie wir lustig sind. Und was wir auch mussten, ja, den Dämonenpfad begehen. Wir durften nicht irgendwie den Engelspfad benutzen, das hätte nicht geklappt. Warum fällt mir in jedem Part irgendwas runter? Im Hintergrund. Und hallo, hier haben wir noch einen Gegner. Oh, er lebt noch. Warum lebt er noch so lange? Was ist so? Oh Gott. Das, stärkter Searcher in diesem Spiel. Confer Bundy. Oh, Alter, hier ist ja alles. Hier, den geheimen. Wow. 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 Er hat uns gerade. Ich wusste nicht, dass er uns dadurch sehen kann. Das normale Flaschengegner hätte durchkommen, wusste ich, aber das ist neu. Okay. Ich gehe gerade. Ja. Okay, ich glaube, ihr habt es schon gesehen. Das war auf jeden Fall der geheime Beat. Ich habe leider nicht die Back and Soup gefunden. Ich bin. Das ist zum. Vor allem noch so aus dem Nichts, du weißt nicht mal, wann er wirklich ankommt. Also, wir bauen unsere Jumpscare selber auf. Oh, ja. Da haben wir noch eine weitere Bag and Soup, die ich übersehen hatte, aber es waren leider noch nicht alle. Komisch. Nein, ich suche weiter. Da wird noch eine weitere. Ja, wir haben alle Bag and Soups. Nichts hier weg, ey. Wow. Das war doch da, wo uns Bendy doch mal tatsächlich getötet hat. Das war unser erster Tod im Display. Scheiße. Oh, geh rein. Und er wollte es wieder tun. Aber. Ui, bin ich gerade nochmal in mein Mikrofon gekommen. Wir haben es nochmal geschafft. Aber ich muss sagen, ich glaube, das würde ich ein bisschen mit dem Pfad ab, weil er ist einfach so häufig gespawnt. Ich bin dem auch nochmal ein bisschen mehrmals begegnet auf der Suche nach den Bacon Soups. Und das ist schon ziemlich ätzend. Auch mit Tommy Gun. Ich glaube, vielleicht liegt es auch daran, weil die Tommy Gun so richtig laut ist und dem Unlock. Wir meiden ja, reagiert das so ein bisschen auf Geräusche. Kann sein. Muss aber nicht. Ich speichere erstmal ab und dann. Gehen wir zu Level 14.
schließen diesen Part dann auch damit ab, wenn wir alles geschafft haben da unten. Das hat wirklich schon so extremst lange gedauert hier, der Part. Ich schiebe dann einfach die restlichen Secrets auf den nächsten Part, einfach weil es natürlich sehr lange dauert. Ich werde es hier wirklich nicht einen eineinhalbstündigen Part raushauen, das ist schon mit Sicherheit Überlänge, 40 Minuten oder so, 50 Minuten, kann ich auch schon eine Stunde sein, wie ich jetzt gerade auch schon aufnehme. Ich bin auch noch mit einem Kumpel verabredet bei einer Runde League of Legends, dementsprechend, ich habe ihn auch schon ein bisschen sitzen lassen. Ja. Okay. So. Oh ja. Lass mich rein. Was zur Hölle? Was war das? Normalerweise kommt eigentlich so eine Szene und dann, keine Ahnung was. Und nicht, dass er sofort losschreit. Das ist eher, unglücklich, aber auch. Okay, ich fahre nochmal runter, sicherheitshalber. Nicht, dass ich gleich böse überrascht wäre, weil darauf habe ich jetzt überhaupt keine Lust. Auch wenn es eigentlich egal ist, ob ich jetzt sterbe oder nicht, aber es war mir gerade nicht geheuer. Ich muss es zugeben, ich muss es zugeben. Das soll nämlich eigentlich nicht sein. Der schreit zwar jedes Mal, also der Projectionist, der gleich ankommen wird. Ja, den wir eben auch schon gesehen haben. Kann man ihn auch von hier erwischen? Ich weiß es gar nicht. Hey, Projectionist! Nimm das! Nee, ich würde nicht sagen, wir gehen aus seinem Dichtreichweite raus. Wir kriegen ihn auch so platt. Ich wusste gar nicht, dass er ihn von da oben erschießen kann. Das ist schon cool. Hätte ich auch ruhig stehen bleiben können hier. Ja, also ihr müsst ihn nicht mit der Tommy Gun erschießen. Ihr könnt das auch anders machen. Wir müssen das halt für Norman Spade das Achievement machen. Ja, wer war überhaupt Norman? Das hier war Norman. Ich würde sagen, weil das nächste, was ich vorhabe, ist eigentlich nicht für ein Achievement benötigt und so, und den Audio-Log, das kann ich halt, ist halt nicht so problematisch, dass wir halt noch für diese einen Videokassetten alles machen noch schnell, dass wir halt wirklich alle Achievements haben, dieses Chapter, außer halt geht's in den Engelspfad, aber okay, Leute, das kriegen wir auch so hin, dass ich halt dann noch nur einmal extra Part mache, oder halt einfach sämtliche Secrets machen. Auch das mit dem Miner Searcher, was ich jetzt am Anfang gestartet habe. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch wirklich reinschneiden werde, aber einfach weg war und es halt extremst lange gedauert hat. Für diejenigen, die es halt dann, weil sie es nicht dran geschnitten haben, wissen wollten, ich wollte in dem Part noch ein Geheimnis zeigen. Das war der Miner Searcher. Der mir allerdings, als ich das Secret weiter starten wollte, einfach durch eine Treppe geflogen ist. Und wo das halt auch nicht ganz geklappt hat, wie es eigentlich sollte. Und ja. Kann ich theoretisch wirklich mal doch einen Part machen. Halt wirklich nur sämtliche Secrets und Geheimnisse machen. Mache ich dann irgendwann, ich würde sagen, nach Kapitel 5 mache ich das. Alle Geheimnisse, Bandy, Anti-Ink Machine, mache alle geheimen Nachrichten, weil später können wir keine Nachrichten sehen in den ganzen Kapiteln, wenn wir das geschafft haben. Mache ich da auch nochmal ein Part zu, dann sind wir bei 7 Parts insgesamt. Ich weiß nicht, wahrscheinlich noch später die Archive frei. Ob ich das in Kapitel 5 reinschneide oder ob ich das wirklich oder einen anderen Part, ob ich das nochmal ein extra Part wird, dann wird das insgesamt dieses Let's Play maximal 8 Parts lang werden. Wahrscheinlich eher 7. Ja. Ich würde sagen, das ist ein guter Plan. Ich habe insgesamt schon mal 10 Fortnites vorbereitet, als ich das Let's Play gestartet habe. Dementsprechend, ich werde dann wahrscheinlich nicht alle benutzen müssen, aber immerhin habe ich noch genügend auf Reserve. Weil bei Bendy habe ich doch schon mal ein bisschen vorgearbeitet, weil ich halt gerade die Bilder benutzen wollte, die ich da gesehen hatte. Oh, also die ihr halt seht bei den Thumbnails, und da musste ich da das Spiel einmal durchspielen, weil die in der Credits zu sehen waren. Und ja, bei Rayman tue ich die immer individuell, wie ich das gerade sehe, vom Part hier.
nehme ich dann Thumbnail, dass ich schon wirklich da auch aufgefilmt habe. Und hier, weil ich natürlich die Bilder nehme, weil ich einfach richtig cool finde und das um einiges leichter ist, als immer so eine Nahaufnahme von, keine Ahnung, was zu nehmen, dass er auch richtig gut aussieht und so. Kann schon mal ein bisschen verdauern, deswegen will ich lieber die hier nehmen. So, wir suchen jetzt nach den Herzen, den Tittenherzen von den Butcher Gang Mitgliedern, die abgekratzt sind. Butcher Gang, ich weiß gar nicht mehr, das stand auch in dem Missionstitel. Den wäre ein richtig bescheuerten Namen auf Deutsch übersetzt. Ich habe vergessen, wer war. Hab nicht drauf geachtet, ich war zu nervös. Von der ganzen Bendy-Geschichte her. Ich wollte, dass hier kein Bendy kommt, das will ich noch durchdrehen. Hier ist nur der Projectionist, den wir eben gerade erschossen haben. Von oben beim Balkon. Ich muss sagen, ich brauche erstaunlich lange hier, um noch drei Herzen zu finden. Es sind noch drei, es fehlen ja nicht mehr so viele. Ich renne hier permanent im Kreis. Das kann ich nicht kaputt schießen. Komisch. Naja. Ich würde sagen, ich schneide mal ein bisschen, weil es halt wirklich ziemlich lange gerade dauert. Da lacht mich doch ein Herzchen an. Okay, dann schneide ich mal ein bisschen und wir sehen uns später wieder. Da ist das zweite jetzt gar nicht so weit weg. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt überhaupt schneiden werde. Ach, wir haben schon alle. Oh. Also war es insgesamt drei? Ich habe mir jetzt nicht noch eine andere aufgehoben, oder? Ich habe das so aufgehoben. Okay, natürlich, will ich mich jetzt nicht beschweren. Dann lasse ich das einfach sofort drin im Paar. Dann schneide ich doch nicht. Das wäre. Die 10 sind. Okay, 10 sind es noch nicht mal. Die 2 Sekunden da kann man noch verkacken. So, jetzt muss ich irgendwie noch den Ausgang wiederfinden. Ist aufgebaut. Finden Sie den Ausgang? Da ist er. So, ich habe ja eben gerade so ein Ventil da hinten betätigt. Falls ihr euch erinnern könnt, das ist wichtig für ein weiteres Achievement, was ich jetzt noch holen werde. Einfach, wie gesagt, wir holen jetzt einfach alle Achievements kommen und dann ich sie bis später noch mal ein paar machen. Das wäre doch schon wichtig, alle Achievements in einem Part zu haben, wenn es dann irgendwie über ein Kapitel geht. Habe ich jetzt leider nicht in Kapitel 2 hinbekommen, wegen technischen Gründen und so. Aber diesmal wird es klappen. Das habe ich natürlich noch super Aufgabe, also zu schneiden, zu editieren und was weiß ich was. Wird nicht wenig werden. Ich Level 9, wo ist das am ehesten? Habe ich da ehesten hin? Level P. Aber schon permanent, wenn ihr auf dem Senkel geht, da kommen wir besser ran. Hurra. Okay. Und zwar hat das auch ein bisschen Tinte runtergelassen an einem Ort. Ich glaube, ich bin bestimmt noch vorbeigelatscht. Aber egal, ihr werdet es jetzt gleich sehen. Sollte nicht allzu weit weg sein. Ich renne nicht. Als ob da schon sofort Bendy steht. Er ist ja richtig aggressiv heute. Der ist ja richtig aggressiv. Wirklich. Ich habe hier gerade einen Fuß in eine neue Etage gesetzt und sofort werden wir von Bendy angegriffen. Das ist so unnormal. Aber okay. Also, meiner Meinung nach ist es immer noch der Dämonenpfad um einiges schwieriger und anstrengender. So, hier hinten haben wir noch einen Audiolog. Wie gesagt, wir haben noch. Okay, ich lasse erstmal abspielen. Ja, diese Karte war höchstwahrscheinlich Bendy, den er erschaffen hat. Ich dachte gerade, wir uns jetzt wieder im nächsten Easter Egg umbringen. Das hat Bendy so ein bisschen an sich. Ich kill uns mal in jedem Easter Egg. Ja, das war ein weiterer Audiolog, ein versteckter, den wir halt ein bisschen umständlich kriegen konnte. Dann gibt es noch einen weiteren, den habe ich schon die Tür aufgeschossen. Theoretisch können wir auch das anders aufkriegen, wenn wir eine Axt haben. Wenn wir nämlich die Cutouts erstellen müssen, haben wir auch schon eine Axt. Das ist eigentlich für ein weiteres Secret wichtig. Allerdings
will ich auch noch was herausfinden, ob ich das auch mit der Tommy Gun kann. Ich weiß es auch nicht, ob ich so nicht mit der Tommy Gun kann, deswegen werde ich nochmal gleich cutten. Für ein anderes Secret, wo wir allerdings aber eigentlich andere Sachen machen müssen, weil ich den Engelspfad beschreiten müssen. Ja, doch, das machen wir so mit den Engelspfad zusammen, ja. Ich teste das nicht aus, ich aktiviere jetzt einfach noch das Audio-Log. Das ist so der vorletzte, der uns noch fehlt. Der letzte ist, wie gesagt, erst im Engelspart. Das heißt, wir machen den nächsten Part. Okay, ich glaube, ich ziele nur richtig kottig, deswegen hier so lange leben. So haben wir hier noch einen Audiolog. Ja, was dieses Projekt ist, werden wir später noch erfahren. Hier haben wir eine Axt, die werden wir später benötigen. Ich werde jetzt nicht meine Pistole gegen eine Axt tauschen, das ist ja das Dümmste überhaupt. Die brauchen wir halt später eigentlich noch für so ein Secret, das wir aber jetzt nicht erreichen können, weil wir dafür auch diese Ink-Figur verändern müssen. Wie gesagt, das alles in, nicht im nächsten Part, aber in einem anderen Part. Ja, wir haben jetzt auch irgendwie schon alle, das Achievement habe ich jetzt auch schon erhalten für alle Audiologs, also ich hatte das andere auch schon mal gehört, vom Engelspfad. Ich glaube, den Engelspfad schneide ich noch rein im nächsten Part, aber das Geheimnis, das wir auch mit dem Engelspfad machen können, das zeige ich euch dann in, keine Ahnung, wann irgendwann, wenn wir das Spiel mal durchgespielt haben. Und, also wahrscheinlich Part 6 wird das sein. Und ja, wir machen jetzt mal weiter. It seems we've reached the end of my to-do list, my little errand boy. I hope you enjoyed our time together. I'll always treasure it. Return to the lift. It's time to go home. So, das Kapitel wird gleich enden. Ich verabschiede mich schon mal. Danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr auch diese lange Reise zugeschaut habt. Das wird wirklich ein sehr langer Part werden. Ja, frohe Weihnachten, schönes Fest, schöne Feiertage. Ich weiß nicht, ob wir jetzt auch nochmal vor Silvester hören, wenn ja, dann auch schon mal schönes Neujahr. Und ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part.